Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Detective Conan. Im letzten Part ist der erste Mord passiert und oh mein Gott, ich habe damit gespoilert, dass es eventuell weitere Morde geben wird. Oh nein, wir sind jetzt hier auf der Suche nach irgendwelchen Indizien, sind jetzt hier im 7. Stock und ja, man kann hier tatsächlich entlang gehen, weil hier noch diverse Hotelzimmer sind, wo wir auch rein können. Zum Beispiel auch in unser eigenes. Oder auch teilweise in die Hotelzimmer der anderen, wo wir dann vielleicht irgendwelche Sexspielzeuge finden. Haha, was sehr, sehr schön wäre. Vielleicht finden wir sie auch. Es ist sinnlos, dort hineinzugehen. Warum ist es für dich sinnlos, in ein Bad hineinzugehen? War das das Bad? Ich weiß es nicht. Wäscht sich Conan nie? Ich weiß es doch nicht. Wahrscheinlich wäscht es sich nie. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist es ja in Japan so, dass man sich nicht waschen darf oder so. Ich weiß es doch nicht, Entschuldigung. Ich war noch nicht da. Wäre mal, was. Es wäre mal eine sehr interessante Reise. Untersucht den PC. Er ist hundertprozentig... Wahrscheinlich ist irgendwie so eine Kindersicherung drin oder sowas, damit niemand sieht, dass der Benutzer von dem PC gerade auf YouPorn oder so ist. 100 Pro. Wow, und es ist so viel hier gleich. Wow. In keinem einzigen Zimmer war was. Ich hoffe, man hört es nicht, dass ich leicht erkältet war die letzten Tage, die letzte Woche. Der Scheiß zieht sich bis zum geht nicht mehr. Oh, hier sind wir noch mehr. Oh, hi. Kyo. Oh Gott, ich habe Probleme mit diesem Kyoichi. Wie spricht man das eigentlich? Kyoichi. Jürgen und Emily. Sie werden bestimmt wieder trainieren. Nur die beiden allein. Wie immer. Ich habe genug. Hm, wie schade. Mit diesem Gesichtsausdruck wird niemand bemerken, wie hübsch sie sind. Ah, das stimmt. Danke für den Hinweis. Du hast absolut recht. Ah, dieses Liebesdreieck, das zwischen ihnen existiert, scheint recht kompliziert zu sein. Ich hoffe, man merkt es nicht so stark, dass ich erkältet war und ich den Scheiß leider nicht ganz so wegkrieg. Aber ich konnte schon deswegen eine Woche lang nicht aufnehmen, weil meine Stimme echt jenseits vom Jordan war, sah ich jetzt einfach mal. Und ich hoffe mal, man merkt es jetzt nicht so stark. Deswegen muss ich manchmal noch ein bisschen räuspern oder so. Ich hoffe, das ist akzeptabel. Sag mal, können wir hier auch mal irgendwo was finden? Das ist ja unglaublich. Hier ist nirgends was. Gott! Ich freue mich schon auf die Bewertung von dem Spiel. Ich freue mich schon, wenn ich eine Bewertung zu diesem Spiel abschließen kann. Und ich weiß schon ganz genau, was ich sagen will. Gott, ist das Gameplay fürchterlich! Entschuldigung. Das Spiel ist eigentlich so geil! Hier ist nirgends was! Hi! Hier ist auch... Kann sich mal die Kamera irgendwie drehen, bitte? Gott! Kamera! Ich sehe nichts! Okay, hier geht's hoch. Schön. Ist hier wieder irgendjemand in... Hallo, kenne ich Sie? Diese Etage liegen die normalen... Ach, waren die anderen unnormale Hotelzimmer oder was? Okay. Das waren dann wahrscheinlich die... Keine Ahnung, die Bombenübungs-Hotelzimmer. Das sind denn die unnormalen. Da drinnen werden nukleare Sprengköpfe ausprobiert. Deswegen sind das unnormale Zimmer. Oh, ist okay. Auf jeden Fall haben wir hier dann die normalen. Könnte das dann ein Hotelzimmer von uns irgendwo sein? Könnte dann hier auch irgendwo was sein? Ich glaube, das Spiel will nicht, dass man irgendwas entdeckt. Nee. Gut, hier ist auch nirgendwo was. Gehen wir mal nochmal hoch. Wie viele Stöcke hat dieses Hotel bitte? Fuck! Wie viele Wieso Stöcke eigentlich? Also die Mehrzahl von einem Stock, also vom... Danke. Ist immer noch Stockwerk. Mir ist was aufgefallen. Und was? Warum befand sich das Opfer in einem geschlossenen Pool? Ich weiß, was du meinst. Es ist schwer zu glauben, dass sie einfach hineingegangen ist. Das Mirapolis wurde eben erst eröffnet. Also kann der Mörder es wohl durch und durch kennen.
Fändest du es normal, wenn man das Opfer an diesem Ort bestellt hätte? Ich verstehe. So gesehen würde ich jemand aus dem Mirapolis verdächtigen, der sich hier bestens auskennt. Wir haben eine weitere Information. Mörder aus dem Mirapolis. Wer hat das Opfer in den geschlossenen... was hat es da gemacht? Es reicht immer noch nicht an Infos. Oh. Oh. Also das sind ja mal... Das sind extravagante Zimmer. Das sind keine normalen Zimmer. Und das sind auch keine Zimmer, in denen irgendwie nukleare Sprengköpfe getestet werden. Ich glaube mal, hier wohnen besondere Menschen, die wissenschaftlich, wirtschaftlich anerkannt werden. Bin Laden wohnt hier. Hi! Das Mirapolis ist riesig. Hier kann man sich leicht verlaufen. Ich habe noch was anderes, das riesig ist. Es ist in meiner Hose. Ja, das Mirapolis ist wirklich riesig, was? Ja, wenn man nicht aufpasst, verläuft man sich. Könnt ihr alle nur dasselbe sagen? Wie sieht's aus, Kann? Amüsierst du dich? Ja, ich habe mich verlaufen. Oh, hi, du stehst hier auch noch. Kann, unternimm nichts Gefährliches. Überlass die Sache meinem Vater, obwohl das eine Sache Sorge für sich darstellt. Immerhin läuft gute Musik, das muss man ja sagen. Immerhin läuft gute Musik. Hier ist auch nichts. So, wir gehen jetzt noch ein Stockwerk hoch und dann würde ich mal sagen, dass mir dieses Spiel auf den Piss geht und ich dann einen Schnitt mache, bis wir endlich mal was finden. Fuck, wie viele Stockwerke hat das Stock... Mann! Oh, hi! Da ich Detektiv werden will, untersuche ich viele Dinge selbst. Hier ist mein Profil des Mörders. Erstens ist es sehr wahrscheinlich, dass der Täter das Opfer kannte. Zweitens ist er Rechtshänder. Drittens wäre es schwierig für jemanden, der nichts mit dem Mirapolis zu tun hat, das Verbrechen zu begehen. Und schließlich wurde das Opfer aus einem speziellen Grund ermordet und nicht um Wertsachen zu stehlen. Boah, dieses Mädchen. Woher weiß es das alles? Nun, eigentlich habe ich vieles von Detective Mori aufgeschnappt. dieser Kogoro. Wieder verbreitet er Details der Untersuchung. Es könnte sein, dass Mörder und Opfer sich kannten. Und es reicht immer noch nicht an Infos. Wir müssen noch mehr finden. Wow. Okay. Ist hier irgendwas? Warum ist in den ganzen Hotelzimmern niemand? Ja, ist eigentlich klar, dass in dem Hotelzimmer keiner ist. Ich meine, jeder will das Mirapolis irgendwie leben. Und warum sitzen dann alle irgendwie in der Lounge oder so auf einem Stuhl? Da ist ein Koffer. Untersucht den Koffer. Da ist wahrscheinlich irgendwie die Tatwaffe drin oder so. Deswegen will er sie nicht untersuchen. So, ist hier noch was? Es ist wirklich nirgendwo irgendwas. Es ist... Wow. Ich würde mal sagen, meine Freunde, wir machen hier einen kleinen Schnitt. Und wenn ich endlich mal was gefunden habe, dann sehen wir uns hier an Ort und Stelle oder woanders wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, ich habe Utaku gefunden, ein Stockwerk höher. Oh, Conan, pass auf, dass du dich nicht groß verläufst. Das Mirapolis ist sehr groß. Okay. Selbst als sie mich gewarnt hat, war sie aufrichtig. Ich glaube, sie ist sehr warmherzig. Das war noch nicht alles. Kleiner Schnitt. Lalala. Lalala. Deine Mutter, ja, ja. Ich sage es dir mal ernst. Sie stinkt nach Apfelsaft, der unter der Heizung stand und mittlerweile schon ein bisschen geronnen ist. Das muss man dazu sagen. Kenn ich dich? Sir, kenn ich sie? Sir? Du bist nur ein widerliches Stück Scheiße. Sprich mich nie wieder an! Ich habe ihn angesprochen. Sprich mich trotzdem nie wieder an! Ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Part dann gehen wird, weil ich alles mögliche irgendwie rauscutten muss und so. Ich bin dann Edward mit den Scherenhänden, weil ich schneide alles raus. Oh mein Gott, dieser Witz ist so fürchterlich. Ein Glück, dass ich ihn rausschneide. Mit wem rede ich eigentlich? Fuck! Es hört mir doch eh keiner zu. Hi, ich habe Mori gefunden, der auf einmal wo ganz woanders ist, als er das letzte Mal war. An einem einsamen Ort ermordet, mit unbeschädigter Kleidung, ihre Geldbörse ist unberührt.
Bei einem Mord im Affekt finden sich sehr oft Spuren eines Kampfes. Das ist sicher. Das Verbrechen war definitiv geplant. Ja, bis zu diesem Punkt stimme ich Kokoro zu. Vorsätzlicher Mord, Kleider und Habe. Spricht man das so aus, Habe? Man sagt Hab und Gut, ja, aber spricht man Habe aus, Kleider und Habe? Okay, des Opfers sind unangetastet. Das sieht nach vorsätzlichem Mord aus. Ich brauche noch mehr Informationen. Sie sagt mir was Neues! Fuck! Ich bin das halbe Hotel jetzt abgegangen, sprich jeden Einzelnen nochmal an. Niemand sagt was und sie sagt mir jetzt was Neues. Shinichi, du hast den Hals des Opfers gesehen, richtig? Nur die rechte Seite des Würgemals ist dick angelaufen. Das bedeutet, der Täter war wahrscheinlich Rechtshänder. Das macht Sinn, oder? Allerdings würde ein großer Detektiv so etwas bemerken, auch wenn ich nichts gesagt hätte. Danke. Danke! Danke! Fuck! Okay. Indizienkette. Hatte der Mörder mit diesem Laden zu tun? Die Art des Mords macht mich wirklich neugierig. Pool zur Tatzeit geschlossen. Das könnte das doch sein. Select. Und macht mich wirklich neugierig. Also es war ja verschlossen, weißt? Das ist... Warte mal, ich will aber kurz mal schauen, was er hier unten wissen will. Okay. Nee, was hat er auf geschlossenen Pool gemacht? Das könnte es vielleicht sein. Nee. Dann machen wir das. Yes! Okay. Mörder war, der Mord war geplant. Muss untersucht werden. Mord aus sich kannten. Leiche sofort gefunden. Nö. Angesichts Würgemal. Nee, nee. Vorsätzlicher Mord. Kleine Hammes sind ungetan. Vorsätzlicher Mord. Das könnte sein. Yes! Gib mir die Punkte! Eine Leiche muss sich einen Hinweis auf den Mörder finden. Ich muss ihn suchen. Sich kannten? Es ist nicht wirklich ein Hinweis. Noch steif. Mörders Rechtshänder, das ist definitiv ein Hinweis. Das ist definitiv ein Hinweis. 12 Jahre alte Zeitung. Naja. Hui. Vielleicht das hier noch. Nein. Zeitpunkt des Mordes. Ach komm. Jetzt auf einmal. Jetzt heißt es auf einmal Zeitpunkt. So heißt eine Leiche sofort gefunden. Ach komm schon. Ja, dann nimm doch die Scheiße hier. So. Um ein klares Bild vom Täter zu bekommen, brauche ich Fakten, um die Verdächtigen zu finden. Das ist dann das hier. Yes! Mordmotiv finden. Was steckt hinter dem Mord? Und das soll jetzt die Zeitung sein. Natürlich, die Zeitung ist das Mordmotiv. Hast du vollkommen recht, Shinichi. Ja! Das Opfer ist eine Frau namens Yuri Matoba. Weiter ist nichts über sie bekannt. Mit fortschreitender Untersuchung wurde klar, dass der Mord unter besonderen Umständen stattgefunden hat. Da die Leiche keine Kampfspuren aufgewiesen hat, ist anzunehmen, dass das Opfer den Mörder gekannt hat. Außerdem weisen die Würgemale am Hals des Opfers darauf hin, dass der Mörder Rechtshänder ist. Und dann ist da noch die Kopie einer alten Zeitung, die man beim Opfer gefunden hat. Wenn ich alle Informationen miteinander verbinde, erfahre ich vielleicht, mit welchem Typ von Mörder wir es zu tun haben. Oh, wie er das Eis so schön formuliert, wenn ich bald zurück bin, wird Kokoro einen Affentanz aufführen. Vielleicht sollte ich für eine Weile auf mein Zimmer gehen. Okay. What? Stop playing and wait back in our rooms. Why do we
machines weren't working properly. They have to do a complete inspection. Oh, what are they talking about? The games were working just fine. But just because they're inspecting the games doesn't mean we have to stay in our rooms, right? Yeah, that's right. I just don't understand. Did all you guys forget? In return for being allowed to come to the Mauropolis, you all promised to behave yourselves. No choice, huh? We'll just have to hold out for a while. Conan, Anita, I heard about what happened from my dad. It must have been awful. It's all right, Rachel. We're used to this kind of thing. But you know, you can't just play detective like you always do. The murderer is most likely hiding somewhere inside these buildings. Oh, that's true. Since you understand, then, you'll wait back at the rooms with everyone else, right? Is she serious? Then she's got me. With Rachel watching over me, there's no way I can investigate. Well, for just this once, there's nothing we can do. Maybe you should go back to your room. Man. Hey, kid. You're here too? What? Oh, hey, it's Harley! Rachel, and Conan, and Anita! I haven't seen you guys in ages! Katrina! Well, Jimmy, what luck. Imagine meeting you at a place like this. Whoa! I mean, Conan. What brought you guys here? We were invited. My mom knows someone involved with the Mauropolis. But at first, Harley looked like he had no interest in coming. When I told him Mr. Moore was invited, he got really excited all of a sudden. Well, of course. If the great Detective Richard Moore is coming, then my pal will be there too. I just really love seeing Conan, you know? Okay, Harley. Aren't you going a bit overboard? Harley and Conan really do get along, huh? Say, Harley. Yeah? A murder? Shh! There! Was it murder? Wow. Things have gotten more interesting. That means it's dangerous for you, Katrina. You gals better stay right here. What about you, Harley? I'm gonna investigate this murder a little. Gonna borrow Conan for a while. Hey, wait, Harley! Me and the kid will share the same room. Let's go. Wait a second! I hope Conan will be all right. He'll be with that knucklehead, Harley. But I guess he'll be okay. Im Mirapolis ist ein Mord geschehen. Durch die Untersuchung des Tatorts und die Befragung der Person habe ich Informationen erhalten, die relevant zu sein schienen. Ich muss die Details zusammenfügen, um mich der Wahrheit zu nähern und dem Mörder schleunigst zu stellen. Zunächst muss ich überprüfen, wer das Opfer war. War nicht unter ihren Habseligkeiten etwas, das mir dabei helfen könnte? Man sieht jetzt übrigens nicht mal, was man hier auswählt. Also es wird nicht angezeigt, was das jetzt gerade zeigen soll. Laut der gefundenen Visitenkarte, das sollte eine Visitenkarte sein, sieht aus wie ein Taschentuch, hieß sie Yuri Matova. Sie scheint eine kleine Bar geführt zu haben. Der Inhalt ihrer Geldbörse, die auch zu diesem Zeitpunkt gefunden wurde, und ihre Äußeres unterstützen diese Annahme. Da der Inhalt unberührt geblieben ist, erscheint es unwahrscheinlich, dass Raub das Motiv des Mörders war. Auffällig ist der Umstand, dass das Opfer eine Sonnenbrille trug, obwohl sie sich im Gebäude befand. Vielleicht wollte sie von einer Person, die sich im Mirapolis aufhält, nicht erkannt werden. Wenn ich herausfinde, wer diese Person ist, ergäbe das bestimmt einen Hinweis auf den Mörder. An dem Ort, wo die Leiche gefunden wurde, gab es ein Detail, das mir ins Auge gesprungen ist. Ja, sehr wahrscheinlich hat es der Mörder absichtlich am Tatort hinterlassen. Es ist diese Kogoro! Diese verdammte Kogoro! Die Information wurde untermauert, fantastisch. 12 Jahre alte Zeitung. Es sieht wie eine Botschaft des Mörders aus. Man kann also annehmen, dass ein 12 Jahre alter Vorfall in Verbindung mit dem Mord stand. Jürgen stinkt nach Apfelsaft. Miss Matobas Leiche wies keine Kampfspuren auf. Wahrscheinlich kannte sie ihren Mörder. Und das Würgemal
weist darauf hin, dass der Mörder Rechtshänder ist. Der Tatort selbst war ein verlassener Ort, der verschlossen gewesen sein sollte. Ich glaube, der Mord geschah vorsätzlich und wurde von jemandem verübt, der mit dem Mirapolis zu tun hat. Ist das... Da fällt mir ein kleiner Vorfall ein, bevor ich die Leiche gefunden habe. Kokoror bat mich nach seinem... Genta zu suchen. Taschentuch zu suchen. Obwohl er selbst sein Taschentuch Genta geliehen hatte, hatte er das total vergessen. Tja, es wäre schön, wenn solche Dinge ohne meine Hilfe gelöst werden könnten. Aber das hat mit diesem Mord absolut nichts zu tun, richtig? Das Opfer ist Yuri Matoba, Managerin einer kleinen Bar. Eine 12 Jahre alte Zeitung, die man bei der Leiche gefunden hat, verweist auf das Motiv des Mörders. Der Täter scheint Rechtshänder zu sein, das Opfer gekannt und den Pool der Anlage aufgeschlossen zu haben. Es gibt viele andere interessante Punkte, wie die Bedeutung der Zeitung und warum sie ihre Identität verborgen hat. Außerdem reagiert Mr. Kai, der Besitzer des Mirapolis, seltsam. Nun, ich habe noch nicht genug Informationen, doch ich sollte die Wahrheit schleunigst ans Licht bringen. Meeting you here has really helped me out. I owe you one, Harley. Nah, no problem at all. So, buddy, how about filling me in on that murder? The victim was Jess Rayburn, manager of a small bar. She was strangled. I doubt it was theft and there wasn't a struggle. I see. Maybe the murderer used sleeping medicine to knock out the victim before killing her. The woman was strangled on her stomach, which says something about the culprit, as they didn't have to see her face during the crime. Well then, were there any other clues? A copy of a cutout from a daily newspaper dated May 2nd, 1995 was placed next to the body. May 2nd, 1995? A newspaper from 12 years ago? If it was next to her body, think it was one of her belongings? No, it was likely placed there on purpose so it would stand out. Maybe it was put there by... For what reason? To throw off our investigation? Or perhaps it's a message from the murderer. You don't say. Then that could mean the killer's motive is hidden within that newspaper. Oh, I know what to do. I'll ask Mr. Otaki to send me a copy of that paper from that same day. Good idea. But, more importantly, we first need to gather more information. Yeah. Level abgeschlossen. Oh yeah. Oh, wir haben sogar Rang. Imagination S. Okay, Inspiration S. Logik S. Alter, schaut dir das an, wie wir hier die Scheiße aus dem Spiel rausprügeln. Warum habe ich... Was ist Imagination? Was ist Logik? Was ist das alles? Ist okay, ich habe einen A-Rang. Ich bin voll der Meister, Alter. Ich bin so ein Boss, Mann. Ich bin so ein unendlicher Meisterdetektiv. Weil Shinichi stinkt gegen mich ab. Akt 2. 21.26 Uhr. Bei Yuri Matobas Tod scheint es sich um vorsätzlichen Mord gehandelt zu haben. Ist auch recht wahrscheinlich, dass der Täter Rechtshänder ist. Außerdem gibt es noch diese 12 Jahre alte Vorfälle. Eine davon könnte mit ihrer Ermordung in Verbindung stehen. Wenn Mr. Ogino der Mörder ist, dann war er möglicherweise in einen der Vorfälle verwickelt. Eins nach dem anderen. Das überprüfe ich besser. Überprüfe Mr. Ogino! Um dir Schlussfolgerungen anzusehen, kannst du einfach das Spiel weiterspielen. Fantastisch! Ah, wir dürfen endlich weiterspielen. Sehr schön. Dank Heiji können wir uns sogar ein bisschen im Hotel umschauen, ohne dass wir von Ran irgendwie beobachtet werden. Was natürlich sehr, sehr praktisch für uns ist. Und ja, ich werde das jetzt alles mal ein bisschen zurechtschneiden. Ich denke mal, wir werden das jetzt auf jeden Fall immer so machen, dass wir erst so ein bisschen rumschauen und dann eigentlich die ganze Zeit nur noch am Schneiden sind, bis wir was Neues haben, weil sonst, sonst zieht sich das ein bisschen zu sehr in die Länge und das wollen wir alle nicht. Denke ich mal, es ist ganz praktisch, wenn wir da bei dem Spiel immer ein bisschen zurechtschneiden. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, die Story ist es wert, dieses Spiel zu spielen und dieses Spiel zu verfolgen, weil die Story wirklich fantastisch ist in meinen Augen. Aber ich würde mal sagen, das sehen wir dann alles beim nächsten Mal. Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play Detective Conan, die Mirapolis-Ermittlung für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.